Die Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten in Westdeutschland laufen auf Hochtouren. Die Suche nach Vermissten dauert noch an. Derweil nimmt die Debatte, ob das verheerende Ausmaß hätte verhindert werden können, an Fahrt auf. Die Kritik richtet sich gegen ihn, Horst Seehofer. Die FDP wirft ihm Systemversagen vor. Der Innenminister machte sich am Montagmittag selbst ein Bild von der Situation vor Ort. Erst in Nordrhein-Westfalen bei der Steinbachtalsperre, die den Wassermassen standhielt, dann im schwer betroffenen Bundesland Rheinland-Pfalz. Seehofer sieht in der Kritik an seinem Ministerium ein Wahlkampfmanöver. Ich glaube, dass unser Katastrophenschutz in Deutschland gut aufgestellt ist. Den haben wir jetzt alle Helferinnen und Helfer versichert. Aber wir dürfen nicht in der Arroganz verharren, man kann nichts mehr verbessern. Und wo immer wir was verbessern können, in der Alarmierung, im Gerät, in der Sacherstattung, müssen wir es tun. Die Opposition wirft seinem Ministerium vor, Warnungen des europäischen Frühwarnsystems EFAS und des Deutschen Wetterdienstes nicht entschieden an die Kommunen weitergeleitet zu haben. Schon Anfang vergangener Woche hatten diese heftige, lang andauernde Niederschläge angekündigt. Seehofer kontert. Also ich sage Ihnen, dass die Dinge in Deutschland gut funktioniert haben. Ich schließe nicht aus, dass wir das eine oder andere verbessern müssen. Das wäre ja gar nicht gut. Das gilt auch für die Meldelage. Zunächst sei es an der Zeit, alle Kräfte für eine Soforthilfe vor Ort zu bündeln. Zeit für Kritik am System, die von allen Oppositionsparteien kommt, sei nach dem Wahlkampf. Jetzt habe der milliardenschwere Wiederaufbau Priorität, so der Innenminister.